du Scheiße. Wer ist das? Irgendwo im Nirgendwo, mitten auf dem Land, weit ab von jeglicher Zivilisation, fanden wir diesen kuriosen Bauernhof. Nicht nur, dass hier alles sperrangelweit offen steht, so geht hier auch noch der Strom und sogar das Telefon. Aber seht selbst, begleitet uns hierbei gerne, viel Spaß. Moin Leute, was geht? Ich bin's Chris, herzlich willkommen zu einem neuen und etwas ungefährlicheren Video heute auf AppCapper TV. Mit dabei die beiden Mädels von Adventure Lovers SH. Hallo! Ich habe mich in den hohen Norden begeben. Die haben mir diese geile Location gezeigt. Ihr habt die geilen Drohnenaufnahmen gerade gesehen. Wir gehen jetzt rein. Viel Spaß! AppCapper TV, Urbex, Pilgern und Outdoor. Hallo, guten Tag. Alter, das ist ja eingerichtet. Eieiei, Freund. Okay, Freunde, wir müssen mal gucken. Ah ja, ja, da ist ein Fenster oben. Okay, da müssen wir nicht klettern, Freunde. Damit die Hater nicht wieder was zu meckern haben. Ihr klettert durchs Fenster. Oh, das ist geil. Oh, so einen riesen Kochtopf wünsche ich mir, du. Ernsthaft, da kann ich richtig viel drin kochen, ohne dass es überkocht. Weil ich bin immer einer, der zu viel macht. Komm mal an. Ach du Scheiße. Leute, das ist ein so altes Haus, ne? Aber hier geht das Strom. Und hier kommen wir einfach durch. Hier ist noch ein Radio. 2018, okay. Das hier ist auch noch alles. Ja, Freunde, sowas brauche ich euch nicht wirklich zu zeigen. Wir gehen rein ins Haus. Auf jeden Fall ein zu zerkurzen, ein verkürztes Bein. Ich wollte gerade sagen, das ist aber... Alter Schwede, sind das Klotschen, ey. Auch hier. Da ist ja noch einmal, guck mal, da sind noch mehr. Ja, guck mal hier. Stimmt, Freunde, das wäre mir gar nicht aufgefallen. Wie geil ist das denn? Aber was für ein krass verkürztes Bein muss der denn gehabt haben? Ja, ja, die gibt es ja schon ewig nicht mehr. Geil, oder? Hand. Okay, Freunde, links rum, der Boden ist stabil. Ich mach das mal auf. Oh. Oh. Oh, puh. Ah, Freunde, das ist wieder komplett eingerichtet. Ich weiß schon wieder gar nicht, man kann sich hier gar nicht auf alles fokussieren. Deswegen zeige ich euch das jetzt einfach mal langsam. Aber was ich hier noch sehe ist, da... 5 D-Mark 49 Pfennig. Hier sind sogar noch diese alten Suppenschalen drin. Ey, das ist ja wieder eine, das ist eine krasse Zeitkapsel. Darf ich präsentieren? Bock auf Pizza? Der geht noch? Ja. Alter, Freunde, das ist krank. Das ist so krank. Wieso geht der noch? Dann muss da hier auch das Licht noch gehen, ne? Noch der Lichtschalter. Da, da. Hier. Ich glaube hier nicht mehr. Doch. Alter. Alter. Wie geil. Ey, das ist ja völlig irre. Nein, 2018 ist jetzt auch noch nicht so lange her. Ey, Freunde, da müssen wir gleich mal testen, ob noch das Wasser geht. Alter, hier liegt ein Wildschwein. Ja, Mann. Das finde ich so ekelhaft, ne? Freunde, echt ein Wildschwein. Ein Hirschgeweih. Ach, krass. Hier ist noch alles voller Pokale. Hier liegt noch eine Uhr und auch so ein komischer Gürtel von der Feuerwehr. Und ein Feuerwehrhelm. Fluoreszierende Farbe. Da waren überall diese Medaillen von der Feuerwehr, weißt du? Und die sind alle geklaut, die ne? Die sind alle geklaut. Die habe ich alle noch auf Aufnahmen, auf älteren Aufnahmen. Ja, sowas ist assi, ey. Das ist schon wieder genau das, was uns so ankotzt. Pass auf, komm her.
Warte mal kurz. Ey, hier ist noch ein alter Schallplattenspieler. Guck dir das mal an. Hab ich noch nie gesehen. Das ist ja richtig. Das ist richtig antik, das Ding. Krass, da müssen wir mal ein Foto von machen. Mhm. Leute, das Telefon geht noch. So, ruf das bei mir an, ja? Nein, das ist ausgegangen. Scheiße. Das Telefon? Ja. War das nicht in der Ladestation? Doch, da ist gerade runtergenommen. Scheiße, aber man hat gesehen, dass es funktioniert hat. Ja, heftig. Ja, dann ist die Ladestation nicht angeschlossen. Ey, das ist nicht zu fassen. Ich glaube, das ist nicht zu fassen. Hier sind auf jeden Fall Karten zur goldenen Hochzeit, 50 Jahre. Also das ist krass. Da oben sind noch die Enkelkinder, das muss ich alles pixeln. Aber hier ist wirklich, wirklich noch viel Inhalt. Unglaublich. Ja, die beiden sagen gerade, dass hier viel geklaut worden ist. Das ist natürlich scheiße, sowas. Freunde, der Ofen ist schick. Unglaublich schön. Auch diese alten Sessel, die waren so gemütlich und robust. Die haben Jahre gehalten, wie man offensichtlich sieht. Ja, der Akku ist halt abgerockt, ne? Wir müssten mal gucken, welche Batterien da reingehören. Geht denn noch die Tischlampe? Es ist unglaublich. Es ist unglaublich. Guck mal, wie eingesponnen die ist und die geht einfach noch. Heftig. Aber was ich hier so geil finde, ist dieses alte Kassettending. Geht das noch? Das ist wahrscheinlich nicht eingesteckt, die Steckdose. Wir können es ja mal testen. Okay, wir sind jetzt hier im Nebenraum. Und auch hier gibt es eine Lampe, die tatsächlich noch funktionstüchtig ist. Es ist so heftig. Krass finde ich, wenn jetzt noch das hier geht, ne? Nee, das Wasser ist abgestellt. Das wäre ja auch der Oberhammer. Es lässt sich überhaupt nicht mehr drehen. Nee, das Wasser ist tatsächlich abgestellt, aber auch hier das Licht, ne? Es geht in jedem Raum. Okay, Freunde, ich bin ein bisschen schockiert, dass hier noch alles so weit geht. Ey, Leute, das müssen wir testen. Guckt euch diesen TV-Mann, liebe Grüße, diesen Fernseher an. Wenn, die Lampe ging auch nochmal, aber da fehlt das doch. Aber wie macht man, schaltet man den ein? Oh, Freunde, ist das der Hammer. Da mache ich gleich nochmal ein Cinematic. Ich bin schon wieder echt überwältigt. Da muss ich wieder was pixeln. Diese alte Uhr, genau so eine Uhr hatte meine Mutter auch. Und da habe ich mal die Scheibe eingeschmissen. Mit einer Spielefigur von He-Man und da habe ich richtig Ärger für gekriegt, weil das so teuer war. Noch Klamotten auf der Couch. Wahnsinn. Aber was hier richtig, richtig geil ist, richtig, richtig geil, ist dieser Ofen, diese Verzierung. Ey, das ist ja unfassbar schön. Krass. Meine Güte. Ach so, sie sagt gerade, das ist alles geklaut, ne? Ja. Hier habe ich so eine Jägerhütte, habe ich auch mal gefunden, da waren ganz viele von denen. Ja. Genau, da hing ja noch ein Frettchen. Scheiße, was soll das immer? Lass das doch alles hängen, Leute. Ah, hier ist auch noch so viel, ne? So viel altes Zeugs. Hier sind noch Osram-Lampen. Freunde, vielleicht geht der Kühlschrank noch. Ne, der ist tatsächlich aus. Ich meine, hier ist auch schon das ganze Fenster rausgebrochen. Da ist schon alles zusammengeklappt da draußen. Aber hier ist wieder Katzenfutter. Alter, Freunde, was ist das? Das ist zum Spritzen von Tieren. Echt? Ja. Ey, film mich mal kurz. Geht das noch? Schade, ich dachte, ich kann das noch so abfeuern. Wollen wir erstmal einen Keller nehmen? Oh. Den Keller kannst du nicht mehr nehmen. Ja, das hat sich, glaube ich, erledigt, Freunde. Wenn ich jetzt einen Schritt auf die Treppe mache, fällt sie noch weiter runter. Ja, wir haben den Keller auch nicht gesehen. Ja, die ist komplett weggerumpelt. Ich meine, die liegt unten auf, aber das wäre mir trotzdem nicht wert. Aber hast du mal über dich geguckt? Die Spinnen? Mhm. Ja, die gehen ja noch. Das sind ja diese komischen, ja, diese fetten, will ich da gar nicht hingucken. Willst du nach oben? Ja. Um jeden erdenklichen Preis will ich nach oben. Wir kennen das hier alles. Das ist ja alles noch eingerichtet. Ich werde nicht mehr. Hier sind ja noch ganze Zimmer.
Hier sind ja ganze Zimmer. Ja, hier stand auch ein Schrank. Den haben sie geklaut. Den haben sie geklaut. Echt? Wie kriegt man den hier raus? Da, ein richtig schöner, weißer, roter Schrank. So wie das Nachtschränkchen da. Wirklich. Echt? Na, hast du recht. Brigitte 1940. Alter, das ist aber ein altes Relikt. Das haben die alles rausgeholt. Ja, aber warum macht man das? Da haben wieder irgendwelche Spackos irgendwas gesucht, was sie klauen kann. Ja. Ey, hört mal das verholzte Edel bitte in die Kamera. Das Alter, ist so voll. Das ist uralt. Holsten Edel. Da ist noch ein Bischi-Port für kleine Kinder. Alles Reitgeschirr hier. Ich finde das so krass, dass man hier einfach so ein paar Mauer und Dings gezogen hat und da drüber und hier hinten ist alles nackt. Also Freunde, Tierfälle, uralte Klamotten, aber was ich richtig geil finde, dieses uralte Bügelbrett und was auch immer das hier ist, irgendwie so eine Spindel. Sieht schon wieder echt geil aus, Freunde. Ja, diese alten Zwerge, eklig. Ich mache dir mal ein Foto von. Zeig das nochmal. Lux-Zigaretten, die sind noch ernsthaft. Sind aber noch was. Bringst du das eine zu rauchen? Nee, ich habe aufgehört. Ich bin stolz darauf. Hola. Ich auch. Guck mal, was wir gefunden haben, Leute. Du blendest mich. Die sind ganz schön schimmelig, die Kippen. Alter. Ja, guck dir mal die Filter an. Die sind auch alle angeschimmelt. Nee, das raucht man am besten nicht mehr. Nein. Also, okay, hier ist der Heuboden, der große Freunde. Ich auch, vor 15 Jahren. Also alle drei haben es geschafft. Entschuldigung. Ein alter Parker. Ja, ernsthaft, Freunde. Hier ist noch das Lego drin. Das ist krass. Das ist ja Asbach uraltes Lego. Ich meine, guckt euch das mal an. Das ist ja schon antik. Hier, da krabbelt was drauf rum. Aber das sind diese roten Mini-Läuse. Und hier ist ja... Und hier sind noch Schularbeiten. Da im Heu, da gehe ich nicht, schlafe nicht. Oh. Spiders. Aber guck mal, da gibt's auch. Das ist von 72. Es ist erschreckend, wie ähnlich dieses Mädchen meiner Tochter sieht. So, hier ist noch ein Raum. Den finde ich allerdings wirklich gruselig. Alter, das glaube ich nicht. Bevor wir weitermachen, erstmal Boden testen. Boden ist okay, ist aus Stein. Hier ist eine alte Feuerwehruniform. Aber eine richtig alte. Schaut mal. Ey, ist das heftig. Das habe ich so auch noch nicht gesehen. Hier ist auf jeden Fall Herrenkleidung. Ohne Ende Herrenkleidung. Hier ist noch so eine Art Feuerwehrmantel. Und dann dieses Bett, was ich sehr, sehr gruselig so finde, wie es hier steht. Und hier ist tatsächlich noch ein Fernseher von Universum. Ein richtig, richtig altes Gerät. Und ein alter Motorradhelm. Aber auch hier seht ihr das Fenster raus. Alles weggegammelt. Ja, das schimmelt hier irgendwann alles weg, Freunde. Ach, diese alte Schubkarre hier. Ich wette mit euch, am Ende hat das hier alles nur rumgestanden, weil die viel zu alt waren, um hier noch irgendwas machen zu können. An dieser Stelle muss ich wieder einmal erwähnen, wie traurig ich das Ganze finde. Denn niemand, kein Hinterbliebener, kümmert sich hier um die privaten Dinge. Wir haben wirklich alles gefunden. Es waren private Dokumente, Papiere, Ausweise, alles war noch vorhanden und man hat gesehen, dass dort nichts passiert. So etwas stimmt mich immer traurig und ich kann das nicht verstehen. Ja, das wird alles hier so kaputt gelassen. Freunde, hier sind auch noch schöne Blumen. Also den Garten haben die wirklich mal schön gemacht. Und hier stehen wirklich noch... Alter, vorne ist alles voll. Die haben Tannenbäume selber gezüchtet. Das sind Weihnachtsbäume. Da hinten ist alles voll. So, hier sind ja noch mehr Häuser. Da ja auch. Wobei, das ist alles kaputt hier. Das waren alte Stallungen hier. Aber ey, wie schön ist das hier bitte. Da hinten gelbes Feld, da Feld. Also hier hast du es wirklich ruhig gehabt. Freunde, wir haben hier noch einen großen Trecker gefunden. Richtig, richtig geil. Angelina hat schon drinnen gesessen, hat ein lustiges
Short mit mir aufgenommen. Hier ist ein Jägersitz. Das ist riesig, Freunde. Hier ist auch einfach noch ein Trecker. Oh, hier muss ich klettern. Ja, krass, das ist so ein richtig alter Trecker. Aber man sieht ja, diese alte Wertarbeit, ne? Was das noch aushält. Okay, Freunde, das ist schon wieder gefährlich, was ich hier mache. Alter, ist das groß. Oh, die Bretter geben hier alle nach. Oh. Freunde, bei sowas immer vorsichtig, denn alte Bauernhäuser weiß man nie. Sieht noch relativ gut hier aus, ist aber nicht ungefährlich, ist wie es ist. Hier vorne trete ich auf jeden Fall nicht drauf, da gibt alles nach. Die Treppe hält noch. Und hier ist noch eine alte Werkstatt mit einem alten Autoradio. Krass, echt. Wahnsinn, dass das immer alles so zurücklässt. Mit da hinten ist noch alles voller Werkzeug. Ach du Scheiße. Wer ist das? Wer ist das? Ach du Scheiße. Wer ist das? Freunde, das was mit diesem kleinen Bauernhaus, ist ja irre, dass da noch der Strom geht. Das ist irre, dass noch das Telefon geht. Ich frage mich, wer bezahlt das? Weil ihr habt, das ist ja alles offen. Völlig bekloppt, also ich kann sowas nicht nachvollziehen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Schaut bei den beiden vorbei, sind unten verlinkt wie immer. Ich sage tschüss und schau auf AppCurve.tv. Bis zum nächsten Abenteuer. Wenn ihr hauen.